Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 50 Fragen zu. Heute zur Star Wars Originaltrilogie mit den Teilnehmern Dennis Bram und Sebastian Lenzen und Jonathan Apelt. Die zu dritt um die Punkte heute kämpfen werden in den über 50 Fragen, denn manche Fragen haben wieder mehrfach Antworten. Vorbereitet ist das Ganze von Funny Dracon. Weil er so lustig ist, nur mit P-H-A-N-I geschrieben. Oh. Wir machen die Anmod gerade ein zweites Mal. Und schreibt Folgendes. Da euch und den Zuschauern die Fragen zu den Prequels gefallen haben, gibt es nun die Fortsetzung. Die Fragen beinhalten diesmal die Episoden 4 bis 6. Punkteverteilung ist wie gehabt, 4 pro richtig und 1 Punkt für alle anderen bei einer falschen Antwort. Mehrfachantworten sind auch wieder vorhanden, sowie Tipps zu schweren Fragen. Antworten zählen sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ich glaube, ich habe die 4, 5 und 6 das letzte Mal vor bestimmt 7 Jahren gesehen. Tipp ich mal. Ja, wenn mein Papa auf der Couch ist, glaube ich schon sehr lange, ja. Schöne Filme sind das. Gestern. Nice. Hast du gesehen den Termin, ne? Wir nehmen das auf. Oh, das ist smart. Bram, ich habe gestern Kenobi geguckt. Ah. Okay, Frage 1. So, wie kann ich denn das hier? Nächste Frage. So. Frage 1. Nach der großen Schlacht von Yavin erhalten die Kämpfer jeweils eine Medaille. Doch wer erhält keine? Alter, welche Schlacht und welche Medaille? Nach der großen Schlacht von Yavin. Das ist ganz am Ende von Star Wars. Laufen die auch in diese Riesenhalle ein. Und dann kriegt Luke eine Medaille und Han Solo steht daneben. Ja, wer bekommt denn keine? Alter, what? Jonathan. C3PO, der ist ein Lappen. Ja. Ich habe auch drüber nachgedacht, C3PO zu sagen. Nein. Also, das ist nicht die Antwort, die hier steht zumindest. Er kriegt auch Darth keine. Darth Vader bekommt auch richtig. Keine, oder? Ja, wäre richtig. Genau. Ich habe einen Tipp für euch. Ja? Okay. Tipp ist wie folgt. Diese Figur hat sehr viel Haarpflegebedarf. Sebastian. Han Solo. Nein. Bram. Chewbacca. Richtig, ah. Chewbacca, die Arme. Oh, ich hab doch gerade auch gesagt, Han Solo hat eine bekommen. Ja, Peter hat, ich hab Peter aber hat halt an Chewbacca gedacht. Peter hat halt H gesagt und dann war ich so, oh shit, ich muss drücken, weil er meint bestimmt Han Solo oder so. Das ist irgendwie so ein Witz. Aber nee, dann. H Solo. Ja. Okay, pass auf. Die nächste ist eine Frage, die hat theoretisch 3 Antwortmöglichkeiten. Ach du Scheiße. Okay. Ich möchte, dass ihr. Also das sind quasi 3 Fragen in einer. Und wenn ihr buzzert, möchte ich auf eine der Fragen eine Antwort haben. Ihr sagt mir, auf welche ihr antworten sollt und ihr wollt und gebt mir die Antwort. Wenn die richtig ist, ist die raus, aber die anderen 2 können noch beantwortet werden. Okay. Ich fange an. Boba Fett, es ist hier in Anführungszeichen gesetzt, stirbt für den Zuschauer gesehen in Episode 6. Doch wo, wie und durch welche Jonathan? Tatooine. Auf welche Frage ist das die Antwort? Auf wo, oder? Ich bin mal nett. Ja, ist richtig. Jonathan? Der fällt in diesen, ich sag mal, der wird gefressen. Wie ist, glaube ich, die Frage. Wie der stirbt, war die Frage, ne? Ja. Wird gefressen. Weißt du noch, warum? Ist das die Frage? Ist das nicht die Frage, oder? Also, weißt du es nicht mehr? Moment, ist das die Frage jetzt? Also, ich glaube, also, hä? Wie, warum? Weil er halt, nee, ich glaube, doch, ich glaube, doch, warum wird er nicht. Warum wird er gefressen? Warum ist er in dem Maul von irgendwas? Ist das die Frage, warum? Ich dachte, wie stirbt er, war die Frage. Du hast mich ja nicht zu Ende vorlesen lassen. Okay, warum er da stirbt, ist, weil er halt da im Kampf reinfällt. Die Frage, wie ist beantwortet? Sebastian. Von so einem Mega-Giga-Wüstenwurm-Gedöns-Auge-Maul, was da in dem Sand lebt. Ja, genau, aber da wollte ich den Namen nicht sagen. Deswegen habe ich das auch nicht getraut zu drücken. Die Erklärung reicht mir aber auch, denn hier steht: ein Vieh mit wurstförmigen Gliedmaßen und einem verdammt großen Maul. Und Sebastians Antwort ist sehr nah da dran. Jay, bei deiner Antwort stand hier übrigens: er flog aufgrund seines defekten Jetpacks verursacht durch Han in eine Grube mit einer Kreatur. Aber. Es ist ja richtig, er ist so. Wie ist er gestorben? Er wurde gefressen. Für den Zuschauer. Das wissen wir ja gar nicht. Ja.
Aber der sieht, das sieht so aus. Vielleicht chillt er ja immer noch in dem Maul. Ja. In einem Bart drin, das ist einfach wieder rausgekrabbelt. Ja, oh, das ist einfach wieder rausgekrabbelt, wer weiß. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so das Ende von diesem Charakter ist. Also ich weiß nicht, ob der dann irgendwann in Comics oder so nochmal vorkommt, weil hier es stirbt und umgekommen in Anführungszeichen gesetzt wird. Ja, ja, okay, ja. Wie bei Darth Maul. Ja, genau. Vielleicht hat er noch einen Klon und... Okay, Frage 3. Alter, voll die schweren Fragen. Was waren die ersten Worte von Leia, welche sie zu Luke sagt? Pimmel. Pimmel. Du hier. Ja. Okay, also. Das ist schon sehr speziell. Jonathan? Ich brauche eure Hilfe? Nein. Ich war auch bei Hilfe, aber... Oh, mhm. Ich weiß, wie du drauf kommst. Mein Bruder. Ein Jonathan? General Kenobi? Nee, die sagt nicht zu Luke General Kenobi. Achso, persönlich! Was waren die ersten Worte von Leia, welche sie zu Luke sagte? Oh. Okay. Dann habe ich die Frage falsch interpretiert. Ich verstehe, worauf Jay hinaus wollte. Hallo. Nein. Ich weiß auch, wo Jay hinaus wollte, aber diese Sachen hat sie ja nicht zu Luke gesagt, sondern die hat sie zu jemandem anderen gesagt. Ich wüsste nicht mal, wo die sich das erste Mal gesehen haben. Ja, wenn die doch befreien, oder nicht? Ich gebe einen Tipp. Es bezieht sich auf eine körperliche Eigenschaft. Mhm. Du hast aber einen dicken... Ja. Zu ihrem Bruder. Wissen die ja nicht. Auf eine körperliche Eigenschaft, was könnte es denn sein? Mann. Luke. Du bist aber... Alter. Ja. Körperliche Eigenschaft. Du bist aber ein stattlicher Mann. Ja. Ich glaube, aber große Füße. Ich glaube, er kommt nicht drauf. Ahnung. Ich schließe die Frage in 3, 2, 1. Geschlossen. So klein und schon bei den Sturmtruppen. Alter. Ja. Okay. Ja, wäre fast drauf gekommen, ne? Da wäre niemals jemand drauf gekommen. Oh mein Gott. Okay, ihr schreibt jetzt bitte 4 auf. Ich möchte, dass ihr aufschreibt. Aha. Welche Charaktere, welche man schon in den Prequels zu sehen bekam, sind ebenfalls in der originalen Trilogie zu sehen? Welche Charaktere oder Figuren, welche man schon in den Prequels zu sehen bekam, sind ebenfalls in der originalen Trilogie zu sehen? 4 aufschreiben, jeder Richtige gibt einen Punkt. Von demselben Schauspieler dann verkörpert? Nicht unbedingt. Oder? Nee, also die Figur ist die Figur. Die Figur ist eine Figur, ne? Ja, ist egal. Also ich glaube, so bestimmte Figuren werden schon innerhalb der Trilogien von unterschiedlichen Leuten verkörpert. Außer eine. Was, Bram, was ist das am Ende noch für Sonderzeichen? Hm. Bram hat das den X-Wing beschrieben, den man im ersten Teil sieht. Und im dritten. Vierten. Okay. Gerne fertig drücken, wenn ihr fertig seid. Ja. Okay. Wir haben folgende Antworten. Alle von euch sagen C3PO. Und C3PO ist richtig. Also eins. Kriegt jeder schon mal einen Punkt. Alle von euch schreiben R2D2. Auch das ist richtig. Jeder bekommt einen Punkt. Alle von euch schreiben Darth Vader. Darth Vader. Und das ist auch korrekt. Jeder von euch bekommt einen Punkt. Anakin wäre auch richtig gewesen, oder? Anakin ist Darth Vader für mich. Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Interpretationssache. Und dann haben wir noch 2-mal Palpatine. Das ist korrekt. Das waren Bram und Sebastian. Ich sag der Imperator, aber es ist auch in dem Fall die gleiche Person. Ja.
Und Jonathan sagt noch Chewbacca. Und das ist auch korrekt. So alt. Also habt ihr easy weggemacht. Einfach ja, viel geschrieben. Easy. Ja, war easy. Yoda hätte man noch nehmen können. Ja, du hättest super viele nehmen können. Tatsächlich hätte man Luke und Leia nehmen können, weil die tauchen am Ende ja noch als Babys auf. Stimmt. Ja, genau. Oh. Senator Beel Organa. Nee, Organa. Ja, kannst so viele nehmen. Yoda, Obi-Wan, Boba Fett, Jabba. Boba Fett, stimmt, hatten wir gerade erst. Mit Jabba gibt es auch. Bib Fortuna. Owen Lars. Seo Bibbel? Ja, Seo Bibbel. Okay, wieder buzzern jetzt bitte. Ja. Wer wurde in Carbonit eingefroren? Ah, Jonathan. Han Solo. Richtig. Frage 6. Okay. Die Fragen sind heute kompliziert. Mhm. Ich möchte beides beantwortet haben von euch. In einem Buzzer. Was waren jeweils die Ziele von Luke und Vader in Episode 6 für den jeweils anderen? Jonathan. Die wollten sich gegenseitig eigentlich zu deren Macht hinziehen. Also Darth Vader wollte, dass er mit Luke zusammen quasi den Imperator, glaube ich, sogar stürzen und das Imperium übernehmen und dann halt Sith werden. Und Luke wollte halt seinen Vater wieder auf die gute Seite der Macht ziehen. Das ist richtig. Nice. Frage 7. Der Imperial March ist die wohl ikonischste Musik im gesamten Star Wars Franchise. Wann ertönt sie für gewöhnlich? Bram. Ach komm. Wenn Darth Vader im Bild ist. Korrekt. Frage 8. In Jabbas Palast fällt Luke in eine Grube. Wer befindet sich ebenfalls? Jonathan? Entweder möchtest du diesen kleinen Schweinemenschen sehen, der von Rancor gefressen wird, oder du willst den Rancor als Antwort haben. Entscheide dich. Ich nehme den Rancor. Richtige Entscheidung. Schade. Das ist die richtige Entscheidung gewesen. Scheiße. Zu langsam. It's a Rancor Pit. Ja. Nächste Frage. Als der Falke von imperialen Sternezerstörern verfolgt wurde, konnte dieser zweimal entkommen. Wie? Eins reicht. Ram. Die waren auf der Rückseite von so einem riesigen Kometen und hingen da halt so fest, während der Sternenzerstörer vorbeigeflogen ist. Korrekt. Auf Kometen verstecken scheint wohl OP zu sein. Ja. Das wird häufiger. Nur Boba Fett bemerkte das Versteckspiel und folgte ihnen daraufhin unauffällig. Wohin? Bitte was? Also, als die sich das bezieht sich auf die Frage davor. Als die sich versteckt haben, hat nur Boba Fett dieses Versteckspiel gemerkt. Ach so! Bram? Die sind danach in die Wolkenstadt geflogen. Richtig! Wolkenstadt. Ja, stimmt. Oh, ja. Wie gelangten... Bezug auf die Frage davor war ganz wichtig. Ja. Frage 11. Wie gelangten R2-D2 und C-3PO zu Luke? Hä? Die wurden von den Jabbas abgekauft. Korrekt. Ah, okay, also Luke, ich war gerade super verwirrt. Aber hä? Sind die Jabbas? In der Wolkenstadt? Heißen die nicht anders? Nee, die heißen Jabbas. Nee, die Sandmänner. Jabbas oder Jabbas? Ich hab Jabbas gesagt. Jabbas. Aber ja, genau, ich will, das war ja richtig, aber ich wollte, ich, ja, weil er Jabbas falsch gesagt das hat, schon, war ich so, hä, hey, wie hießen die Jabbas? Das ist noch irgendwie anders. Jabba ist Jabbas wer verstanden. Anders, ne? So Jabbas. Muss man ja schon sagen. Jabbas, okay, ja. Frage 12. In der Höhle des Bösen auf Dagobah sah Luke Vader zum ersten Mal. Wer führte ihn? Jonathan? Yoda. Richtig. Wer führte ihn in diese Höhle? Gut, dass wer führte noch kam, weil ich hätte Luke gesagt, weil das ist nämlich sich quasi selber, wenn er da irgendwie den abschießt. Also quasi, oder beziehungsweise sein Vater, also der sehr ähnlich aussah ihm. Das war derselbe. Es war auch Mark Hamill in meinem Bild. Egal. Die nächste Frage bezieht sich auf die vorherige. Wer verbirgte sich hinter der vermeintlichen Welt? Jonathan? Luke Skywalker, das war Mark Hamill doch. Das war derselbe Schauspieler. Alter, und ich erkläre das gerade noch. Wie unangenehm. Immer mehr Infos droppen, Jay. Nee, nicht mehr.
Oh mein Gott, okay. Frage 14 von 50. Wie starb Palpatine in Episode 6? Sepp. Oh, der ist doch da runtergefallen von einer Brücke und dann mit seinen eigenen Blitzen hat er sich selber geröstet. Ja, der ist da runter. Er fiel den Reaktorschacht herunter, beziehungsweise wurde von Vader geworfen. Ja, und dann kommen noch ganz viele Blitze aus ihm weiter raus. Und ja, ja, das stimmt. Der Körper Palpatines starb zwar, allerdings konnte er seinen Geist erfolgreich in einen Klon transferieren und somit doch überleben. Spoiler! Steht hier. Boah. Wusste ich noch gar nicht. Ja, Peter muss mal neuen nicht gesehen. Neuen nee. Filme gucken. Ja, ah. Muss ich mal die neuen Filme angucken, dann weißt du das doch, ne? Ich dachte, das wäre wieder so eine Comic-Sache. Nee. Okay. Was tat Han, um Luke und sich selbst vor dem Kältetod zu schützen? Ram. Der schnitt das Pferd auf. Ich weiß nicht, ob das ein Pferd war. Auf jeden Fall dieses Tier auf, haben die sich da reingelegt. Das ist richtig. Ja. Das Reittier wurde, Towntown heißt es. Okay. Wurde aufgeschnitten. Towntown. Und dann haben die sich in die feuchte Wärme gelegt. Geil. Nice, moist. Frage 16. Ein weiterer ikonischer Satz entsprang aus dem Munde Admiral Akbars. Bram. Es ist eine Falle. Ja, richtig. It's a trap. Weil im Deutschen voll schlecht, weil er halt nur it's a trap im Englischen, also nur diese drei kurzen Wörter im Englischen sagt, aber im Deutschen vor den langen Satz. Ja, it's a trap und es ist eine Falle. Muss er sich richtig beeilen. Frage 17. Welcher ist der wohl einfachste Weg, um AT-ATs quasi nutzen? Sebastian? Mit so einem Seil drumherum fliegen und dann fallen die hin. Richtig. Um AT-ATs zum Fall zu bringen, nutzlos zu machen, und das ist, indem man sie zum Hinfallen bringt. Auch irgendwie nicht clever designt, dieses ganze Ding. Das ja, die sind sowieso langsam und riesig, also da hätte man was, also die sehen cool aus, aber da hätte man was Besseres draus machen können. Frage 18. Welcher Pilot erhielt die Nummer Rot 5 bei der Schlacht von Yavin? Boah. Jonathan. Luke Skywalker. Richtig. Kann sein. Stimmt, wen hätte man sonst nennen können? Ja, nee, das stimmt. Doch. Einen kenne ich noch. Einen hätte ich noch gedacht. Echt? Den nenne ich nicht. Jetzt. Ja, okay. Einen kenne ich nicht noch. Jetzt. Einen kenne ich noch. Wer denn? Sei nicht. Okay, Frage 19. Wieder leicht verwirrend gestellt. Welche Person könnte nach Lukes Meinung dieser Obi-Wan Kenobi sein? Jonathan. Was? Ben. Von nebenan, richtig. Also der Nachbar. Was? Das ist die Antwort auf die Frage. Die Antwort. Ich bin auch ein bisschen verwirrend, ehrlicherweise. Aber ja, genau so ist die Antwort. Das ist doch Onkel Ben. Ja, richtig. Ob er den alten Ben meint, ist das Zitat, was hier niedergeschrieben wurde. Frage 20 von 50. Ironischerweise schneidet Vader Luke die gleiche Hand ab, welche er ebenfalls verlor. Bram? Die rechte. Gut predicted, es ist korrekt. Nice. Scheiße. Ja, auch schon wieder am Drücken, falls die linke war. Scheiße, Jay, ich glaube, ich habe dir gerade aus Versehen eine korrekte Antwort gegeben. Hast du das? Ja, weiß nicht. Dann macht 42 raus. Was? Weil ich habe auf den richtig Button gespammt. Und, aber ist okay. Ich hätte jetzt rechts gesagt. Ja, Peter, ich kann auch mal drücken und dann spammst du einfach richtig. Ist okay. Ja. Okay. Frage 21 von 50. Wie heißen die kleinen Fellknäuel, Jonathan? Ewoks. Richtig! Oh ja. Die habe ich mir schon zurechtgelegt. Dass die irgendwann immer, kommt, die Frage. Die Sprache der Ewoks entstand übrigens dadurch, dass die Produktionsleitung den Schauspielern zum Beispiel Aufnahmen aus Tibet vorspielten. Diese sagten die Texte dann so auf, wie sie es verstanden haben. Mann, wie geil ist das? Ja. Ja, mega nice. Das ist ja mal krass. Alright, yeah, why not? Frage 22. Für welches Objekt hält Han den Todesstern, als er die Raumstation zum ersten... Mond. Richtig. Einen kleinen Mond. Frage 23. Heißt es Luke, ich bin dein Vater, oder nein, ich bin dein... Ja. Luke, ich bin dein Vater. Falsch. Oh, das war ein perfektes Outcome jetzt. Das ist, nein, ich bin dein Vater. Das ist, Luke ist dieses, ist so ein Urban Mythos. Wie heißt das, ne? Ja. Urban Legend. So.
Das ist absolut korrekt. Nein, ich bin dein Vater, ist der Satz, der tatsächlich im Film gesagt wird. Es handelt sich hierbei um ein perfektes Beispiel für den Mandala-Effekt. So heißt das wohl, wenn sich irgendwas durchsetzt als wahr, obwohl ich gar nicht weiß. Frage 24 von 50. Als Luke von Jabba gefangen genommen wurde, besaß er kein Lichtschwert. Wo befand es sich nämlich? Jonathan. Es befand sich in R2-D2. Korrekt. Oh. Boah, das hätte ich nicht mehr gewusst. Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Herr Jay ist einfach OP hier. Naja, ich kann mir scheinbar so Film gut merken. So alte. Das ist so Klassiker. Ist er noch gesehen. Ja. Frage 25. Und damit dann gleich Halbzeit. Weshalb sollte Luke die Maske von Darth Vader abnehmen? Bram. Der wollte seinen Sohn nochmal mit eigenen Augen sehen. Absolut richtig. Sogar perfekt die Antwort hier vorgelesen. Frage 26. Fälschlicherweise gelangte die Nachricht von Leia, welche für Obi-Wan bestimmt war, zuerst zu Luke. Wie lautete sie genau? Oh, come on! Alter, die ganze Nachricht? Ja, Obi-Wan, ich brauche eure Hilfe. Nein, das ist nicht korrekt. Wie heißt sie oder nicht? Okay. Wie lautet sie genau? Ich find's geil. Das ist assi, Das ist echt ich drück super, mal assi, nicht. Das am Ende. Ich gebe euch mal einen Tipp. Das ist legit nur ein Satz. Oh. Echt? Ich brauche eure Hilfe. Wie heißt du mal Episode 1? Das ist noch nicht Episode 1, Episode länger. 4. Es hat ein Komma da drin. Es ist noch so ein Nebensatz. Ich brauche eure Hilfe. Ja, keine Ahnung. Gefangen. Also genau ist wahrscheinlich zu schwer. Okay, dann würde ich die Frage schließen in 3, 2, 1. Geschlossen. Die Antwort lautet: Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ah. Okay. Nice. Heißt der Film My Last Hope? Nein, das ist A New Hope, oder? Eine neue Hoffnung. Ich warte mal. Gerade. Ist das nicht der erste Teil, der einfach nur Krieg der Sterne heißt? Ah, nee, warte mal. Episode Antwort, 4, die ich nicht geben möchte. Ja. Achso. Okay. Ja. Okay, Frage 27. Wie konnte die Rebellenbasis auf Hoth vom Imperium aufgespürt werden? Jay. Die haben Drohnen ausgesendet. Und die haben, glaube ich, dann quasi diese Generatoren gesehen, gesichtet. Ja. Die heißen Viper-Suchdroiden. Diese oder Dinger. Die war vielleicht auch einfach nicht schwer versteckt, wenn man halt riesige Türme mitten in die Schneewüste baut, ja. Mit Geschützen dran. Frage 28. Jeder Anfang der Filme ist gleich aufgebaut. Bram. Ach. Ich hoffe, ein Raumschiff fliegt durchs Bild. Das ist exakt das, was hier steht. Ich hätte sogar gesagt, ich dachte, der Text. Ja, dachte ich auch. Der läuft erstes. Durch. Nee, bei Rogue One System. Zum Beispiel ist das nicht so. Okay. Aber es kommt doch erst der Text und dann fliegt das Raumschiff vorbei, oder nicht? Genau, das habe ich auch so im Kopf. Erst der Text und dann kommt das Raumschiff. Und das ist immer gleich, ja. Aber ich hätte den Text sogar noch zum Film gezählt. Aber Bram hat hier eiskalt die Antwort genannt, die hier auch gesucht ist. Ich hab an den Text überhaupt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Schon, naja. Okay, Frage 29. Wie geht die ikonische Anfangsmelodie der Star Wars Filme? Jay. Was? Was ist das denn für eine Frage, Alter? Und so weiter und so fort. Ich hoffe, das reicht. Ich dachte, der muss jetzt wenigstens... Keine Ahnung. Nur für scheiß Best-of, die 4 Punkte zock ich mir, ihr Ficker. Alter, was? Das ist das denn Asoziales, Alter? Wie geht die Melodie? Hier steht als Antwort nach eigenem Ermessen bewerten, ich will die Kandidaten einfach nur singen. Nice. Ja. Siehst du? Fand ich gut. Ich fand das nicht so gut. Nach meinem Ermessen hat Jay die Frage korrekt beantwortet. Nice. Frage 30 von 50. Ja. Welche Farbe besitzen die Gewänder der imperialen Ehre? Bram. Rot. Richtig? Boah, Voice Crack is real. Ist richtig. Rot.
Die imperiale Ehrengarde danach war gefragt und das sind wohl Palpatines, ist Palpatines Leibgarde und die tragen rot. Palpatines? Papo. Frage 31. Ja. Welcher Planet fällt als erstes dem Todesstern zum Opfer und wird Scheiße, wie heißt Jonathan? Das denn? Alderaan. Alderaan. Boah, das ist ja eigentlich nicht richtig. Ah doch, bei Episode 4 bis 6 schon. Ah, wobei, eigentlich ist das nicht richtig. Steht da. Ja. Also, bei Episode 4 bis 6 steht hier, Alderaan ist der erste Planet, der dem zum Opfer fällt. Ist das irgendwie in irgendeinem Prequel noch anders? Ja, in Rogue One schießt er das allererste Mal. Da macht er damit... Ja, der macht so Testschuss, ne? Ja, genau, der macht den Testschuss und Brenner jagt damit halt ja diesen Planeten in die Luft. Also, der macht auch mit einem Testschuss, zerstört er auch schon einen Planeten. Bei Rogue dadurch sterben ja die Leute aus Rogue One alle, deswegen Rogue kommen die in den Film nicht. Rogue gehört aber nicht zu 4, 5 und 6. Genau. Ja. Das ist richtig. Das ist bei den Episoden ja, aber die Frage war ja nicht, die Frage war ja, welcher Planet wird als erstes getötet von dem Todesstern? In 4, 5 und 6. Das steht da ja nicht. Ja, aber dann müsst ihr immer bei dem Quiz im Hinterkopf behalten, natürlich. Außer die Frage wird anders gestellt. Frage 32. Welcher Captain übernahm die Kontrolle, nachdem der vorherige Captain von Vader erwürgt wurde? Alter, what? Ich möchte den Namen hören. Keine Ahnung. General Chris. Jonathan. Tarkin. Nein. Oh! Ram. Zio Bibble. What? Nein. Schade. Das wäre doch jetzt die Frage gewesen, wo man den hätte einbringen können. König Triton Dreizack, ey. Ich werde diesen Tipp jetzt vorlesen. Geht die Namen des Aufnahmeteams durch? Chris? Nein. Was? Peter? Ja, das zähle ich. Das ist okay. Peter? Der hieß Peter? Der hieß Captain Pete. Peter? Ach, Captain Pete, oh lol. Der hieß Captain Pete. Okay, lol. Keine Ahnung. Aber da ich diesen Tipp gegeben habe, wenn ich jetzt bei Peter Nein gesagt hätte, dann wäre das irgendwie. Aber nicht schon cool okay. Wäre das so gewesen, wie als ich Jay hören wollte, Peter. Ja. Okay, Captain Pete, hätte ich auch nicht gedacht. Captain mit 2 T sogar. Ganz weird. Okay. Pete. Ich möchte gerne, dass ihr 3 Sachen aufschreibt. Okay. Und zwar zur folgenden Frage. Frage 33, passenderweise wollen wir 3 Sachen lesen. Man sieht 3 Machtgeister in den Filmen. Welche Charaktere sind es? Ist ja egal, wa? Rechtschreibung. Und ja, ist egal. Ach, Kacke. Wen denn noch? So war das, glaube ich. Der so geschrieben? Keine Ahnung. Ja, da bin ich jetzt auch mal von ausgegangen, dass das okay ist. Okay, alle sind fertig. Alle haben Yoda geschrieben, das ist schon mal richtig. Yoda wird übrigens Sebastian mit Y geschrieben, nicht mit J. Ja, stimmt. Es kommt von Jod. Ja. Alle haben Obi-Wan geschrieben, auch das ist richtig. Bin ich gespannt. Was kommt denn jetzt? Und dann falsch. Haben wir eine Mischung aus Darth Vader und Anakin, was die gleiche Person ist, und das ist richtig. Nice. Wer wurde denn gezeigt? Darth Vader oder Anakin? Anakin. Also, man sieht da am Ende hier den Christensen, oder wie der heißt. Hayden Christensen. Haben die danach nachträglich eingefügt. Hayden Christensen, genau. Oh. Kennt ihr eigentlich die neu animierte Szene, wenn Darth Vader Obi-Wan killt? Weiß ich nicht. Nee. Ich habe die neue Version auf jeden Fall gesehen. Die habe ich gestern das erste Mal auf YouTube geguckt. Das ist irgendwie so, das ist ja so in den alten Filmen, standen ja voneinander. Obi-Wan, weißt du, heute geht's vorbei. Und dann macht er so Sim und dann ist er tot. Ne? Also ist er nicht mehr tot, der ist einfach weg. Genau, der ist einfach, der ist ja dann Machtgeist geworden. Ja, richtig. Ja. Ja, aber jetzt diese neu animierte Szene, Alter, das ist ein richtig krasser Kampf. Die gehen richtig steil, die benutzen beide Machtkräfte, wirbeln da so rum und schlagen sich auf die Fresse. Das ist voll nice gemacht. Cool.
In den Filmen auch, richtig? In der Neuauflage dann. Also, guck, tipp einfach mal bei YouTube ein, Ben versus Darth Vader. Okay, das ist sehr interessant. Sehr gut, kommen wir zu Frage 34. Wonach suchen Obi-Wan und Luke im Raumhafen von Mos Eisley? Wonach suchen? Achso. Bram. Die suchen nach Han Solo. Hä? Han Solo und Luke suchen nach Han Solo. Nee, wonach suchen Obi-Wan und Luke? Ach so. Ah. Und das ist und richtig. Also ich zähle das als richtig, weil sie kannten Han Solo zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, sie haben nicht spezifisch ihn gesucht, aber die haben einen Piloten gesucht. Ja, ja, genau, die wollten ja weg. Ja. Ah, und schon sehr schön interpretiert. Han Solo, die singen doch noch mal. Ja, aber genaue Antwort bitte haben bei dem... Das stand halt da so. Ja. Das stand halt extra genau. Ja. Diese Frage bezieht sich auf die Davorfrage. Zuvor müssen sie eine Kontrolle passieren. Wie schaffen sie es, Jay? Ach komm, mit der Macht von Obi-Wan. Richtig. Er sagt, dass das nicht die gesuchten Droiden sind. Und dann dürfen sie passieren. Du möchtest mir keine Killer-Sticks verkaufen. Ja. Frage 36 von 50. In der Wolkenstadt wurde C-3PO auseinandergebaut und konnte sich folglich nicht mehr bewegen. Wie wurde er dennoch transportiert? Jonathan. Auf Chewbaccas Rücken. Richtig. Boah, nice. Auf Chewbaccas. Was? Ey, das geht auf Chewbaccas Nacken, Junge. Frage 37. Was fehlte Luke in Episode 6, um ein wahrer Jedi-Ritter zu werden? Das Mojo. Ja, quasi. Was? Er musste noch... Fehlt hier noch... Ach, ist es nicht immer irgendwie die Erinnerung aus der Kindheit an seinen Papa, an irgendwas Schönes, irgendwie so eine Erinnerung? Nee. Okay. Nee. Moment, aber zu Jedi-Ritter zu werden. Was fehlte Luke in Episode 6 um ein Wahr? Man könnte auch fragen, ja, Bram. Dann ein Meister, der ihn zum Ritter ernannte. Nein. Vom Padawan weg. Ja, theoretisch schon, aber das wird nicht die Antwort sein, die da steht. Aber du hast recht, Bram. Die Antwort hatte ich mir auch schon überlegt, aber dann habe ich mich nicht getraut, dazu zu antworten. Da wird irgendwas Dummes sein. Könntest du die Frage auch so stellen, was musste Luke in Episode 6 tun, um ein wahrer Jedi-Ritter zu werden? Ram. Den Imperator stürzen. Das hat er aber nicht geschafft. Nein. Ram. Seinen Vater auf die helle Seite bringen. Nee. Diesmal bin ich ein bisschen härter tatsächlich, weil das ist okay, nicht okay, nah okay, genug. Okay, 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 ja, ist dran. Gut. Nein! Okay. Darth Vader stürzt. Ja, ja. Er musste Vader besiegen. Das ist richtig. Okay. Okay, wenn das die Aufnahme ist in. Ah, eine harte Aufnahme. Fand schon ich auch voll Prüfung. Mies, da gehen aber ganz schön viele vorher drauf. Kann den nur krassesten Sith-Lord von allen besiegen. Kann das vielleicht so sein, dass irgendwie Yoda sowas sagt oder so, dass er erst irgendwie seinen Vater besiegen muss oder so, bevor er Jedi-Ritter werden kann? Keine Ahnung. Kann natürlich sein. Ich finde das auch komisch, weil da kann ich mich nicht dran erinnern, dass das eine Voraussetzung war, um Jedi-Ritter zu werden. Aber ganz oben steht das auf der Liste für jeden, aber. Ja. Oh Mann. Frage 38. In der Wolkenstadt trafen Leia, Han und Chewbacca auf Darth Vader. Han feuerte einen Schuss ab, welcher Vader blockte. Wie? Sebastian. Seinem Lichtschwert. Nein. Welcher Vader blockte wie? Also, Vader hat den Schuss geblockt. Wie? Nicht mit seinem Lichtschwert. Moment. Er macht so Peng und dann geht also die Tür geht auf und dann macht der Peng und dann... Jay. Mit seiner Hand und der Richtig. Macht. Ach, Schmutz. Der macht einfach nur seine Hand so hoch. Ach, und dann geht der Schuss einfach da rein so. Da kann nach Kenobi hätte ich da jetzt noch kommen können, ja. Ja, und dann war der Schuss einfach weg. So flupp, einfach weg. Bull. Voll unlogisch. Frage 39. Ja. Wer oder was wurde in Jabbas Palast als Wandschmuck aufgehangen? Bram. Han Solo in Dings eingefroren, in... Carbonit eingefroren, richtig. Ja. Stimmt. Absolut korrekt.
Frage 40. In Episode 4 stürmen Sturmtruppen einen Raum. Allerdings hat sich ein Blooper in den Film... Haha, weiß ich schon! Die stoßen sich den Kopf an der Tür, die nach oben geht. Das ist absolut korrekt. Hat sich ein Blooper in den Film eingeschlichen. Was geschah bei diesem? Ja, das ist so geil, wenn der da kommt, bong. Ja. Und der läuft dann so weiter, der Helm hängt dann so krumm. Das ist mega gut. Frage 41. Imperator Palpatine führte selbst kein Lichtschwert mit sich. Auf was griff er im Notfall? Sebastian. Ja, auf seine Blitze. Richtig, jetzt kann der Sepp mal wieder mit seinen Blitzen kommen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenn die Blitze vom Imperator. Eigentlich ist der ganz cool, der kann tasern. Ja, das stimmt. Der sieht auch ein bisschen aus wie du, Jay. Der hat doch eigentlich auch ein Schwert. Warum hat denn der in Episode 4, 5 und 6 kein Schwert? Ja, verstehe ich auch nicht. Braucht der doch nicht. Da haben die sich wahrscheinlich bei 4, 5, 6 zu entschieden und dann haben die sich bei dem Prequel gedacht, boah, das ist aber ganz schön langweilig, wenn der kein Schwert hat. Lass dem mal ein Schwert geben. Okay, wir kommen zu Frage 42 von 50 und gehen deswegen stark auf die Zielbahnlinie zu. Und der aktuelle Punktestand ist, Sebastian hat 41 Punkte, Ram hat 81 Punkte und Jonathan 85 Punkte. Es ist zumindest vorne also noch spannend, finde ich. Ja. Frage 42. Was macht Luke mit dem Leichnam seines Vaters? Jay. Seines Vaters? Der verbrennt den. Richtig. Wie kannst du das gerade kurz überlegen? Nein, nein, nein. Ich dachte erst so, ich habe gerade an die Farmer gedacht. Die abschlachtet alle. Die hat er nämlich vergraben, aber dann dachte ich so, hey, das war ja gar nicht der Vater. Was hat er mit Raider gemacht? Ah, der verbrannt. Auf Endor. Oh, schwierige Frage, finde ich. Aber tricky. Frage 43. Was tut Yoda, als Luke ihn das erste Mal traf? Also, was macht Yoda auch als erstes quasi? Ja. Alles Mögliche. Oh ja. Bram. Ich glaube, der haut den zuerst mit dem Stock. Ja, das kann sein. Nein. Das könnte der richtige Antwort sein. Aber das wäre so eine Antwort, die... Also das geht jetzt hier nicht in die Richtung von er sagt Hallo oder er blinzelt oder so eine Scheiße. Aber der haut ihn ja die ganze Zeit immer, nein, 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 nein. Das ist richtig. Aber was macht der sonst so? Scheinbar nicht das Erste, was der versucht. Okay, dann noch was. Der lässt einen richtig krass weisen Spruch ab. Ich kann dir den zwar jetzt nicht sagen, aber irgendwie treffen sich so und dann so sagt, in der Sekunde sagt er sowas wie, tu es oder tu es nicht, es gibt keinen Versuch. Nein. Okay. Das ist eine Antwort, die werde ich dich geben. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Das ist viel zu random. Ich habe nicht mal einen Tipp dafür. Was tut der? Komm, der durchwühlt das Essen von dem. Also, der durchwühlt quasi die Ration von Lukes, nachdem er abgestürzt ist von Luke, oder nicht? Doch, ich glaube schon. Doch, das ist richtig. Das ist absolut korrekt. Der versucht, Lukes Essen zu klauen. Ja. Kleine fucking Yoda, Alter. Dein Erste, was der macht, guck mal, da ist einer abgestürzt. Erstmal Essen klauen. Oh Mann. Frage 44 von 50. Da der Schildgenerator des zweiten Todessterns noch nicht vollkommen fertiggestellt war, wurde der Schild durch eine externe Jonathan? Auf Endor. Boah. Stark. Das ist richtig. Aber das ist immer noch die Frage bis heute, wieso können die einen Schildgenerator auf einem Planeten bauen, aber denselben Schildgenerator auf dem Todesstern zu bauen? Ja, Bram, das geht nicht so schnell. Die haben auf Endor immer einen Schildgenerator gehabt, weißt du, so Standby-mäßig. Und dann haben die den Todesstern da hingefahren und haben den da abgestellt im Schutz. Okay. Ja, der gibt voll viel Sinn. Okay, wow. Okay, krass. Frage 45. Der Name FN2187 kommt nicht von irgendwoher. Die Zahl 2187 tauchte auch schon in der originalen Trilogie auf. Aber wo? Bram? Bei einem anderen Sturmtruppler, der rein zufällig früher schon mal dieselbe Nummer hatte, wie Finn aus Episode 7. Ah, da hat er die Nummer. Ah, daher kommt die. Okay. Also, nicht daher kommt die, aber nein. 2187. Ja,
Bam. Okay, dann steht die, die steht auf irgendeinem, ich sag X-Wing. Nein. Oh, ist da irgendwas mit denen? Ist ja nicht der Türcode auf Endor, den die brauchen, um da reinzukommen, während die da die ganze Zeit beballert werden? Nein. Schade. Muss ja irgendwas mit dem Imperium zu tun haben. Ich gebe einen Tipp. Es hat was mit Leia zu tun. Es hat was mit Leia zu tun. Aber finde ich super schwer. Oh, dann ist Leias Gefängniszelle. Sebastian fucking Lenzen, Alter. Richtig stark. Das ist 80 Punkte? Nein. Schade. Das ist korrekt. Ich nur mal Gefängniszelle. Die ist doch in Episode 4, also ganz am Anfang. Ist sie gefangen am Anfang? Genau, die ist gefangen vom Imperium. Dann retten die die ja. Stimmt. Und da sitzt sie im Gefängnis. Und diese Zelle hat eine Nummer. Und diese Nummer ist 218. Ach, ich wusste nur, dass das ein Finns, also ich wusste nur, dass das Finns Nummer ist. Was? Das wusste ich wieder nicht. Finn ist der Hund von meinen Eltern. Ja, steht auf so dem Halsband. So nämlich. Jetzt auf der am Arsch zu schnüffeln. Okay, Frage 46. Dass Luke und seine Freunde aus der Ewok-Falle befreit wurden, verdanken sie C-3PO. Aber weshalb wurden sie eigentlich befreit? Bram. Er ist ein Gott. Richtig. Oh ja, stimmt. Ja, er lässt sich da ja auf diesem geilen Thron, hat diese ganzen Blüten um sich herum und so. Mega geil, das war voll lustig. C-3PO ist für die Ewoks irgendwie eine Gottheit. Der Tipp war hier übrigens, denkt an Chris. Wow. Da gibt's einen Tipp. Okay. Frage 47. Wer steuerte den Falken in Episode 6? James. Oh. Lando Calrissian. Richtig. Schmutz. Schmutz. Stimmt, zwei geht. Fragen noch. Drei. Ja, stimmt. 48, 49, 50. Hast recht. Mathe, Mann. Frage 48. Anfangs war die Stimme von Darth Vader nicht die ikonische Stimme, wie wir sie heute kennen. Weshalb wurde sie verändert? Bram. Weil der Originalschauspieler, der im Film zu sehen ist, ist nicht James Earl Jones, sondern irgendein Dude, den ich tatsächlich gerade nicht weiß. Und der hatte keine coole Stimme einfach. Und James Earl Jones hatte voll die geile Stimme, die halt viel besser passte. Und ich weiß nicht, ob es George Lucas war oder irgendeiner hat gesagt, der muss den sprechen. Und deswegen spricht James Earl Jones den bis heute. Korrekt. Die Stimme war voll nicht bösewicht-mäßig. Oder nicht tief und nicht düster genug. Jetzt stelle ich mir bei Kenobi voll scheiße vor, weißt du, bist du extra Hayden Christensen, ziehst du diesen fucking Helm auf und darfst einfach niemand sagen. Ich hab der Mann. Ich hab das richtig geschaut mit Honey und auf Deutsch dann deswegen. Und da ist die Stimme mega scheiße. Ich hatte das Gefühl, dass die Stimme von Darth Vader in den Folgen, die ich bisher gesehen habe, da noch gesprochen wird von dem Dude, der damals den älteren Anakin synchronisiert hat. Ja, nicht so geil. Aber vielleicht ändert sich dann noch, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, okay. Jetzt noch zwei Fragen. Frage 49. Während C-3PO und R2-D2 durch den Palast von Jabba wandern, gelangen sie in eine Folterkammer. Für wen wurde diese Kammer gebaut? Für die Gefangenen von Jabba. Bram. Für die Gefangenen von Jabba. Nein. Als ob. Nein. Kannst du die Frage doch mal wiederholen? Während C-3PO und R2-D2 durch den Palast von Jabba wandern, gelangen sie in eine Folterkammer. Für wen wurde diese Kammer gebaut? Also es ist schon was Außergewöhnliches. Hä? Bram. Oh. Für den Rancor. Nein. Nee, Sebastian. Für Han Solo. Nein. Fuck. Die Szene ist voll wie aus so einem Horrorfilm, finde ich. An die kann ich mich noch gut erinnern. Und ich verstehe, warum C-3PO und R2-D2 da echt dann Angst bekommen haben. Jay. Mit Droiden. Das ist korrekt. Ah, lol. Jay hat gut zugehört und geschlussfolgert. Ach. Ja, weil die Angst bekommen haben, die beiden Pisser. Smart. Ja. Tatsächlich war es eine Folterkammer Muschis. Für Droiden. Ich dachte auch für seine Girls oder so. Einfach eine Werkstatt. Ja, es stimmt, einfach eine Werkstatt. Rostmittel. Okay. Ach Gott, wir enden auf einer Dreifachantwort und ich möchte, wenn ihr buzzert, alle drei hören. Ach du Scheiße. Ja.
Nenne die Schauspieler von Luke, Leia und Han. Ram. Luke ist Mark Hamill, Han Solo ist Harrison Ford und Leia ist Carrie Fisher. Korrekt. Nein. Nice. Carrie Fisher nicht mehr ein. Ja, das ist absolut korrekt. Das war die letzte Antwort. Geil. Und damit kommen wir zu einem Endpunktestand von Sebastian 51 Punkte, Bram 95 Punkte und Jonathan 113 nice Punkte. Damit gewinnt Jonathan das heutige Quiz. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. 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 Möge die Macht mit euch sein. Ja. Vielen lieben Dank an Funny Draken fürs Vorbereiten oder Funny Dracon. Und vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei der heutigen 50-Fragen-Folge. Euch jetzt eine wunderschöne Woche. Bis dahin, haut rein. Tschö. Tschüss. Tschüss.